Oh. Alter, was ist das? Alter! Junge! Wie im letzten Video erwähnt, ging es für uns nach Sasbachwalden weiter nach Frankreich. Um genau zu sein, in den Bikepark Lac Blanc. Es sollte definitiv kein langweiliger Tag werden. Oh! Oh! Oh, oh Mann! Oh! Oh, Junge, Alter! Was ist denn heute mit meiner Felge hier los? Wow, 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 wow! Alles okay? An dieser Stelle eine kurze Info. Falls ihr Bock auf diesen Park habt und es so wie wir mit Übernachtung kombinieren möchtet, solltet ihr wissen, dass es sich hierbei nicht um einen richtigen Campingplatz handelt. Ihr könnt dort umsonst übernachten, habt von morgens bis abends Toiletten und mit Duschmarken sogar die Möglichkeit zu duschen. Aber ihr habt keinen festen Strom. Deswegen ist so eine Akkubox kombiniert mit einer Solarpaneele schon ein mega Gamechanger. Ich hatte für diesen Trip die Sunbooster 600 Power Station dabei, welche mit 5,4 Kilogramm eine Kapazität von 560 Wattstunden bereithält. Diese erzielt eine Ausgangsleistung von 600 Watt, ja sogar kurzfristige Ausgangsleistungen von bis zu 1200 Watt. Laden konnte ich es unterwegs ohne festen Stromanschluss über das Solarpanel Sunbooster 120. Mit Hilfe der verschiedenen Anschlüsse wie 230 Volt, verschiedene USB-Anschlüsse oder 12 Volt, welche sich individuell zu- und abschalten lassen, könnt ihr alles mit Strom versorgen, was für so einen Trip wichtig ist. Laptop, GoPro-Akkus, Handy, Kühlbox, was auch immer. Ebenso hat es ein dreistufiges integriertes Licht mit SOS-Funktion. Ich sag's euch Leute, ich find's mega genial, endlich so ein Ding besitzen zu dürfen. Das Solarpanel lässt sich übrigens mit Hilfe von ausklappbaren Standfüßen hinstellen. In Frankreich habe ich es mir einfach unkompliziert aufs Autodach gelegt. In der Videobeschreibung findet ihr die Links zu diesen Produkten und solltet ihr euch dafür oder sogar für etwas anderes aus diesem Shop entscheiden, bekommt ihr mit dem Code DOMINIK10 10% Rabatt auf jeden Artikel. Ich kann das Produkt nur empfehlen, so ein Trip ohne festen Strom ist definitiv unkomplizierter mit so einem Teil. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen, jetzt legen wir los. Der Park hat 7 verschiedene Lines, allerdings steigen wir direkt in die La Flow ein und Freunde, der Name ist einfach zu geil für diese Abfahrt. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, dass sich hier der ein oder andere Anfänger unter Flow bestimmt etwas anderes vorgestellt hat. Ah, Scheiße. Das ist Flow? Geil, gell? Alter. Was? Das ist Flow! Alter, mach die Laune! Alter, ist die geil!
Krass. Krass, krass, krass. Krass, wie lang die ist. Wie ihr wisst, habe ich immer viel Spaß auf Jumplines. Deshalb ging es für uns danach auf die La Fat. Aber ich bin ehrlich, so ein Trip macht nur dann richtig Spaß, wenn man in der gesamten Gruppe zusammenbleibt. Und da nicht jeder von uns Bock hat, sich jeden einzelnen Sprung im Detail anzusehen, zumal wir auch nicht so viel Zeit hatten und echt die Hölle los war, ist es bei einer ruhigen Abfahrt geblieben. Allerdings würde ich hier gerne noch einmal mit mehr Ruhe dran gehen, bis auf die Gaps im unteren Bereich, denn die sind echt groß. Okay. Erstmal alles in Ruhe anschauen hier. Aha. Erstmal alles hier anschauen. Aha. Alter. Schade, Schokolade. Mann, ey. Ah, okay, da kommt das Riesending. Das war nicht so gut. Da hätte ich schneller sein müssen.
Ich war sehr auf die La Roots gespannt, denn hier sollte eine mega geile Mischung aus flowig und ruppig auf uns zukommen. Und das, was andere über diese Strecke erwähnt haben, sollte sich bestätigen. Ich weiß nicht, wo ich hier lang soll. Oh. Also hier das Ding ist echt komisch. Oh! Ah, fuck! Alter, super geil das Ding! Oh! Oh! Junge! Das hat der Felge nicht so gut getan. Oh. Hast du meine Felge gehört? Deine? Ja. Step up? Ja. Bist du hier beide hinterher? Ja, ja. Auch das Gap am Anfang ist deine, oder? Der allererste.
Ja, der geht noch. Da kam Gap, dann kam dieser Sprung in den... Der geht auch noch. Aber danach hatte ich... Ich bin mit dem Vorderrad gebounced. Ja, ich auch. Dann mit dem Hinterrad gegen. Zum Schluss sollte es noch einmal die La Route sein. Was soll ich sagen? Niemand von uns hat gesagt, dass es die letzte Abfahrt sei, aber der Gedanke daran hat wohl gereicht. Wow, 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 wow! Alles okay? Stopp! Stopp! Was hast du? Luft! Warte, 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 warte! Mach dich lang! Luft? Fuck! Taub hier! Sag mal, zu weit gesprungen, viel zu weit. Alles taub. Du bist auf den Stein geknallt. Und an dieser Stelle muss ich einfach betonen, wie wichtig und richtig es sein kann, einen Fullface zu tragen. Ja, ich weiß, es ist ein Bikepark, aber das hätte auch auf jedem Hometrail passieren können. Ich meine, seht mal, wie sein Schädel auf den Stein knallt und wieder hochgebounced wird. Aber letztendlich ist es natürlich die eigene Entscheidung. Der Kollege hat sich zu Hause im Krankenhaus nochmal durchchecken lassen. Das ein oder andere war zu erkennen, aber nichts, was die Saison über den Haufen wirft. So wie sich das gehört, haben wir den Abend noch ausklingen lassen und freuen uns schon aufs nächste Mal. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, ob ihr den Bikepark kennt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten, wünsche euch bis zum nächsten Video viel Spaß beim Biken, liebe Grüße gehen raus, wir sehen uns bis zum nächsten Mal.